Hallo zur nächsten Ausgabe von DeFi.jetzt. Heute siehst du den dritten Teil des Gesprächs mit Dr. Johannes Sedelmeier zum Thema Zero Knowledge Proofs. Ralf und ich stellen ihm heute wieder einige Fragen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Thema Zero Knowledge Proof. Was ist das? Mit Johannes Sedelmeier und natürlich mit Thor. Herzlich willkommen. Und Johannes, wir machen gleich weiter. Und zwar, wie ist denn eigentlich dein beruflicher Werdegang? Erzähl uns doch ein bisschen was dazu, wie das dazu gekommen ist, dass du dich letztendlich zur Zero Knowledge Technologie hingezogen gefühlt hast. Also, welche Stationen hast du alles durchlaufen? Genau, also ich habe im Bachelor habe ich Mathematik mit Nebenfach Physik und im Master dann theoretische und mathematische Physik studiert. Also das heißt schon ein Hang zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen und auch naturwissenschaftlichen Denken. Während des Masterstudiums habe ich aber dann festgestellt, dass so die Grundlagenforschung in Mathematik, theoretische Physik, die wird ja oft eher, sagen wir mal, 30 oder 50 Jahre später dann erst relevant. Und ich hatte schon irgendwie Interesse an Themen zu arbeiten, die heute schon relevant sind und die vielleicht auch die Gesellschaft, Politik, Unternehmen beeinflussen. Habe mich dann für eine Promotion in Wirtschaftsinformatik entschieden, ursprünglich zum Thema erneuerbare Energien, also eine Einbringung von Energieflexibilität, die dann Energie verbraucht zu dem Zeitpunkt, zu dem sie auch da ist. Und bin dann aber über eine Studie eben über Blockchain-Technologie gestolpert. Also ich habe an der Uni Bayreuth und beim Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT promoviert am FIM Research Center in Bayreuth. Und da war eben Teil der Promotion auch letztlich Consulting für Unternehmen und Behörden im öffentlichen Sektor. Und da schreibt man dann eben typischerweise an Studien, implementiert Prototypen, ist bei Unternehmen vor Ort und berät die zu bestimmten Fragestellungen. Und in dem Kontext war ich dann eben zuerst Teil einer Studie fürs Verkehrsministerium. Und dann war ich bei einem Automobilhersteller, der sich auch dafür interessiert hat, wie man Blockchain im Bereich Supply Chain beispielsweise verwenden kann. Da kamen dann auch Fragen rund um Identitätsmanagement hinzu, das durch Blockchain, glaube ich, auch einfach große Aufmerksamkeit bekommen hat, auch weil viele Personen eigentlich durch Blockchain das erste Mal davon erfahren haben, was eigentlich die Möglichkeiten von Kryptographie, asymmetrischen Verschlüsselung, digitalen Signaturen und so weiter sind, die ja weit über Blockchain eigentlich hinausgehen, aber die vorher vielleicht auch weniger populär waren. Und in dem Kontext hat es mich einfach immer wieder gereizt, sagen wir mal, entweder sehr komplexe Themen so aufzubereiten, dass erst ich sie verstehe und ich sie dann auch anderen erklären kann, die vielleicht weniger technischen Hintergrund haben, als auch mit Mythen aufzuräumen, denen man häufig begegnet, wenn man beispielsweise Berichte von Unternehmensberatungen, teilweise aber auch wissenschaftliche Publikationen, die vielleicht weniger aus einer technischen Perspektive, sondern eher aus einer Anwendungsperspektive getrieben werden, wo aber dann teilweise einfach Missverständnisse auftreten. Also beispielsweise, dass der hohe Energieverbrauch von Bitcoin interpoliert wird auf alle Kryptowährungen. Oder dass die Verschlüsselung, die ja in digitalen Signaturen geschieht, also die Verschlüsselung von einer Zufallszahl oder einem Hash mithilfe des privaten oder öffentlichen Schlüssels, dass man dann davon ausging, dass irgendwie das bedeutet, dass alles, was auf Blockchains passiert, auch verschlüsselt ist und damit geheim und privat. Derartige Missverständnisse findet man eben häufiger und das hat mich dann eigentlich mit meinem naturwissenschaftlichen Hintergrund auch in gewisser Weise getriggert, dafür zu sorgen, dass diese Missverständnisse weniger häufig passieren. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse, also erst das selber zu verstehen und dann möglichst in noch einfacheren, ja, Begrifflichkeiten oder auch Zusammenhängen zu versuchen, eben Aufklärung zu schaffen. Das heißt also, das ergänzt dann in gewisser Weise so meine Forschungstätigkeit, in der ich natürlich auch versuche, neue Anwendungen von diesen Technologien entweder vorzuschlagen oder mir anzuschauen, wie werden die angenommen oder auf welche Herausforderungen stoßen die, aber zum anderen eben auch, welche
mit welchen Mythen gilt es vielleicht aufzuräumen. Das heißt also, es ist dann in dem Sinne vielleicht keine reine Grundlagenforschung mehr, sondern wirklich auch relativ stark angewandte Forschung, basierend auf Problemen, die wirklich aktuell existieren. Und insbesondere in diesem Kontext Identitätsmanagement auf Blockchains, da hat man relativ schnell, sieht man, dass da Datenschutzprobleme herrschen, die dann aber auch eigentlich, wenn man die Blockchain wegnimmt, immer noch in gewisser Weise da sind, wenn auch in weniger starkem Umfang. Und gerade wenn man sich mit Blockchain-Technologie im organisationellen Kontext beschäftigt, dann sieht man halt sofort, dass das Thema Skalierbarkeit und das Thema Datenschutz einfach massiv relevant werden. Denn die wenigsten Prozesse in Unternehmen oder Organisationen sind darauf ausgelegt, dass man die Daten, die dort vorkommen, kopiert und auf Tausenden von anderen Computern hinterlegt. Das bedeutet also, da sieht man eigentlich relativ schnell, dass Blockchain-Anwendungen in Unternehmen nahezu ausgeschlossen sind, wenn man nicht zusätzlich Datenschutz ermöglicht, der eben dieses naive Replizieren von Informationen auf den anderen Knoten verhindert. Und dann eben, wenn man sich anschaut, beispielsweise Supply Chains, da redet man über komplexe Produkte, viele Zulieferer, typischerweise viele Transaktionen, die dort dann getätigt werden müssen, wenn man auch die kleinsten Bauteile eines komplexen Produktes abbilden möchte. Das heißt, da wird Skalierbarkeit sehr schnell ein Thema, weil diese Unternehmen heute schon viel für ihre Cloud bezahlen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die entsprechenden Prozesse auf Dutzenden, Hunderten oder sogar Tausenden Computern repliziert werden, dann wird das auch nicht nur eine Performance, sondern auch eine Kostenfrage. Und praktischerweise waren eben Zero Knowledge Proofs auf beide diese Probleme eine vielleicht nicht hundertprozentige, aber doch in vielen Fällen ausreichende Antwort. Denn mit Zero Knowledge Proofs kann ich eben die Korrektheit einer Berechnung gegenüber anderen beweisen, ohne dass diese Berechnung erneut ausgeführt werden muss. Das heißt also, sowohl die notwendige Rechenleistung kann reduziert werden, als auch die entsprechenden Datenschutzprobleme, denn ich muss die zugrunde liegenden Daten eben nicht mehr an die anderen schicken und kann trotzdem nachweisen, dass ich hier das korrekte Ergebnis vorzeige oder dass ich mich an alle Regeln gehalten habe. Also beispielsweise, dass ich nicht mehr grünen Strom verkauft habe, als ich vorher auch produziert habe. Na, das sind alles Typen von Behauptungen, die vielleicht über das reine, ich bezahle mit einem Kryptoasset hinausgehen, aber letztlich eine ähnliche Logik haben. Ich muss immer gewisse Bedingungen, die eingehalten wurden, beweisen. Also beispielsweise, dass ich keine zertifizierten Produkte aus der Luft gezaubert habe, sondern mich überall daran gehalten habe, dass das, was ich verbaue, zertifiziert auch irgendwo hergekommen sein muss. Ja, und also dafür sind einfach Zero Knowledge Proofs eine wahnsinnig reiche Technologie, die aber gleichzeitig zu dem Zeitpunkt noch so komplex und irgendwie neu war, dass wenige eigentlich davon wussten, dass es das gibt und wenige Unternehmen überhaupt begriffen haben, welche Datenschutz- und Skalierbarkeitsherausforderungen durch die Verwendung von Blockchain auf sie zukommen. Gleichzeitig aber vielleicht auch nicht das entsprechende Know-how hatten, einen Kryptografen an Bord zu haben, der sich mit entsprechenden Zero-Knowledge-Protokollen auskennt oder auch nur einen Entwickler, der Lust hat, sich da in den Abgrund zu stürzen und mal auszuprobieren, wie gut denn eigentlich diese neuen Bibliotheken, die da Open Source entstanden sind, funktionieren und vielleicht auch einzuschätzen, ob das jetzt nur Hokuspokus ist oder ob da wirklich auch was Handfestes dahinter steht. Und gerade da sind dann natürlich, sagen wir mal, Doktoranden, die Lust haben auf Neues, die aber gleichzeitig auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, um kritisch zu hinterfragen und auf Plausibilität zu prüfen, was da so publiziert wurde und ob das funktionieren kann, konzeptionell, sind dann natürlich eigentlich die ideale Besetzung, um sowas auch in ein Unternehmen reinzubringen. In diesem Kontext Energie bzw. Identitäten, in einem Energiekontext, haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal im Forschungsprojekt in Bayreuth, nee, in Bamberg. Bayreuth? Bayreuth, ja. Bayreuth, ja. Bayreuth gesehen, beim Professor Strücker. Und mich hatte zu diesem Zeitpunkt, sind etwas vorher schon auch dieses Zero Knowledge Proof, diese Verfahrenstechnologie, auch schon fasziniert. Angenommen, du wärst Bundeswirtschaftsminister und könntest über die Förderung von Technologien entscheiden. Und zwischen Zero-Knowledge-Proof-Technologie, KI, Solar, Energiespeicher, Biotechnologie, Kernfusion. Wo in der Reihenfolge würdest du ZKP ansiedeln? Okay, das ist eine Frage, da kann man sich eigentlich nur die Finger verbrennen. Sag mal so, also Zero Knowledge Proofs sind eine extrem komplexe Technologie und man muss fairerweise auch sagen, dass die meisten technologischen Durchbrüche, die passieren wirklich nur an einer sehr kleinen Anzahl
von Universitäten und Lehrstühlen. Ich würde mal sagen, in erster Linie US-getrieben. Ein paar Europäer sind auch dabei, insbesondere würde ich mal sagen, in der Schweiz. Aber also es macht, glaube ich, bei den meisten diesen Technologien, wenn man sich anschaut, wie die universitäre Forschung aufgestellt wird, dann passieren da in meinen Augen, sagen wir mal, die fundamentalen Durchbrüche eigentlich an sehr wenigen Institutionen. Und die fast die spannendere Frage ist eigentlich, wie bringen wir diese Fortschritte in die Industrie? Und also ich glaube, da genau, also wie machen wir Unternehmen, sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht die ganz kleinen, aber die noch doch eine eigene Forschungsabteilung sich leisten können, wie bringen wir die in die Lage, von diesen neuen Technologien zu profitieren? Und ich glaube, wir haben es bei Blockchain gesehen, wir sehen es im Moment bei KI, dass da schon auch oft zu viel Hype dabei ist und dass am Schluss leider die Sache komplizierter ist und vielleicht weniger bringt, als man das initial sich erhofft hatte. Ich glaube, die Gefahr besteht bei Zero Knowledge Proofs ein bisschen weniger, weil eigentlich fast alle Anforderungen, die mit ihnen im Zusammenhang stehen, im Kontext des Datenschutzes sind oder relativ speziell auf Blockchains für Skalierbarkeit. Und ich meine, aktuell ist jetzt der wirtschaftliche Impact von Blockchains, glaube ich, schon noch überschaubar, insbesondere jenseits von Kryptowährungen. Das heißt, also da besteht, glaube ich, nicht ganz so die Gefahr des Overhypens oder der zu großen Erwartungen. Ich glaube auch, dass einige von den Sachen relativ unabhängig voneinander sind. Also wenn ich mich jetzt überlege, wie schaffen wir es, Solarenergie auszubauen und Energiespeicher, dann ist da in meinen Augen die Rolle von Blockchain erstmal relativ überschaubar und auch die Rolle von Zero Knowledge Proofs sehr überschaubar. Der Grund dafür ist in meinen Augen, dass im Energiesystem haben wir ja eigentlich nach wie vor zentrale Parteien, denen man vertraut und die sich irgendwie darum kümmern müssen, dass physikalisch das Netz steht. Das heißt also, die sich darum kümmern, dass physikalisch am Schluss genauso viel Strom bereitgestellt wird, wie verbraucht wird. Und das heißt also, ich sehe diese ganzen, sagen wir mal, dezentralen Ansätze mit Microgrid, wo man dann sagt, okay, dann machen wir das mit einer Blockchain und machen da irgendwie das Bieten und so weiter. Die sehe ich eher so ein bisschen kritisch, zumindest kurz- und mittelfristig, weil wir, glaube ich, andere größere Probleme haben, die einer zentralen Koordination bedürfen. Ich habe auch mit Kollegen mal ein Papier damit geschrieben, dazu, dass vielleicht die Anwendungen von Blockchain im Energiekontext zumindest kurz- bis mittelfristig vermutlich eher überschaubar sein dürften und die Probleme vielleicht an anderer Stelle sind. Das heißt, also ich würde zumindest schon mal diese Probleme ein bisschen voneinander trennen. Und natürlich macht es Spaß und ich habe auch selber daran geforscht, zu überlegen, okay, wie können wir jetzt mit Blockchain, Zero Knowledge Proofs, digitalen Identitäten vielleicht in Zukunft auch dezentralere Energiemärkte organisieren und die Probleme, die Blockchain-Technologie in diesem Kontext mit sich bringt, durch Zero Knowledge Proofs adressieren. Aber das ist jetzt, also wenn ich Wirtschaftsminister wäre, wäre das nicht meine größte Baustelle. Das ist eine coole Spielerei, die man sich in der angewandten Forschung überlegen kann und bei deren Beantwortung man sich auch viele Fragen stellt, die allgemeiner relevant sind, aber wo ich jetzt nicht die Mehrzahl der Entwicklungsgelder, glaube ich, reinstecken würde. Kernfusion ist für mich sowieso Zukunftsmusik. Ne? Wir kennen die berühmten 40 Jahre, die es dauern wird, seit 1980. Klar muss man ein bisschen Grundlagenforschung machen, würde ich aber auch angesichts der aktuellen Herausforderungen im Kontext der globalen Erwärmung vielleicht nicht die Großzahl der Mittel reinstecken. Biotechnologie bin ich absolut kein Experte. Wir haben zumindest bei den Covid-Impfungen gesehen, wie wichtig es ist. Das heißt also da auf jeden Fall irgendwie substanziell fördern. Ansonsten, glaube ich, würde ich den Großteil als Wirtschaftsminister tatsächlich schon in Solar- und Energiespeicher stecken und dann versuchen, bei KI vielleicht weniger in die Entwicklung der nächsten Foundation Models zu stecken, denn das passiert ja an vielen Stellen schon, sondern schon eher den Fokus darauf zu setzen, in welchen Kontexten sind die eigentlich aktuell brauchbar mit den ganzen Halluzinationen und so. Also in welchen Prozessen können wir damit leben, dass es ab und zu mal ungenau ist und sind nicht komplett davon abhängig, dass die keinen Fehler machen, denn das passiert ja leider. Also ich glaube, wichtig ist vor allem schon eine strikte Trennung zwischen Sachen, die Grundlagenforschung bedeuten, die vielleicht langfristig spannend sind, aber der aktuelle Einfluss auf die Wirtschaft überschaubar. Die Sachen, die wir im Moment einfach ganz dringend brauchen, und da sind, glaube ich, Solar- und Energiespeicher und Biotechnologie schon weit vorne.
und bei den digitalen Technologien ein bisschen stärker darauf achten, dass wir jetzt nicht so das Rad komplett neu erfinden, sondern dass wir versuchen, die vielen Durchbrüche, die in den letzten 10 Jahren passiert sind, in die Anwendung zu bringen. Okay, danke, interessante Perspektive. Ich denke, Thor, wir gehen mal weiter. Dann kommen wir mal wieder zu den Zero-Knowledge-Proofs, Erscheinungsform der Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Wie schaut es denn da aus in den Blockchains Layer 1 und Layer 2? Also vielleicht nochmal, um die nicht besonders glückliche Terminologie in dem Feld jedem bewusst zu machen. Also die erste Verbreitung von Zero-Knowledge-Proofs auf Blockchains, die waren tatsächlich für Datenschutz. Also man war sich bewusst, Bitcoin liefert unzureichende Garantien des Datenschutzes, weil man eben, wenn man sich diesen kompletten Transaktionsgraphen anschaut, der öffentlich ist, kann man, obwohl man ja für jede Transaktion wieder einen neuen Schlüssel verwendet, über die Linkbarkeit der einzelnen Adressen, also dadurch, dass man in der Regel immer ein Wechselgeld bekommt, kann man eigentlich relativ häufig de-anonymisieren, wenn man beispielsweise noch irgendwie einen Zusammenhang zwischen einer IP-Adresse und einer natürlichen Person hat, wer hinter einer Transaktion steckt. Zumindest, wenn man zusätzliche Informationen hat. Und das war eigentlich so die erste Verwendung von Zero-Knowledge-Proofs auf Blockchains, da diese Transaktionskette und die Verlinkbarkeit der Transaktion zu brechen. Das war Zcash. Und in gewisser Weise nutzt das Zero-Knowledge-Proofs, um einfach zu beweisen, dass eine Transaktion, die jetzt nur in gehashter, also in unkenntlich gemachter Form auf der Blockchain öffentlich ablegt, trotzdem alle Regeln des Geldsystems befolgt. Also sprich, der Sender war einverstanden, der hat es digital signiert und der Empfänger hat nicht mehr bekommen, als der Sender abgeschickt hat. Das ist so in der Nutshell eigentlich, wie Zcash funktioniert und wie dann auch entsprechende Projekte, die daraus entstanden sind, wie Tornado Cash beispielsweise, wie die funktionieren. Also die brechen einfach die Links zwischen den Transaktionen und schaffen damit also wirklich, dass die, obwohl die, sagen wir mal, die Abdrücke dieser Transaktionen trotzdem noch auf einer öffentlichen Blockchain liegen, auf die jeder Zugriff hat, kann man das nicht dafür verwenden, um Zusammenhänge zwischen Transaktionen herzustellen, jenseits von irgendwelchen zeitstempelbasierten Ansätzen, wo man sagt, okay, ich weiß, dass gerade eben beim Bäcker um die Ecke eine Zcash-Transaktion stattfand. Und da passieren ja sowieso nur 3 alle 10 Minuten. Ne? Also sowas kann man natürlich nicht verhindern, dass man da gewisse Rückschlüsse zieht, aber zumindest kann man eigentlich aus kryptografischer Sicht eine nahezu perfekte Anonymisierung erzielen. So, das war das Thema Privacy. Und wie wir leider alle wissen, ist Privacy meistens ökonomisch gar nicht so wahnsinnig attraktiv. Also es gibt halt in der Regel eher Leute, die davon profitieren, wenn Daten zur Verfügung stehen, als wenn diese Daten nicht zur Verfügung stehen. Ne? Und in der Regel sind Leute auch nicht bereit, etwas oder viel dafür zu bezahlen, dass sie einen entsprechenden Service privater haben. Noch dazu ist natürlich der Zero-Knowledge-Proof etwas komplexer, selbst wenn der Beweis an sich sehr kurz ist, als eine simple digitale Signatur. Das heißt, man muss in der Regel sogar noch mehr bezahlen, um so eine private Transaktion auszuführen, weil sie etwas mehr Rechenleistung auf der Blockchain erfordert. Das heißt also, da sind die Anreize gar nicht so groß. Und deswegen ist es interessant zu beobachten, dass eigentlich so der Durchbruch von Zero-Knowledge-Technologie in Anführungszeichen durch diese Layer 2s, also diese ZK-Rollups passiert ist, die für Skalierbarkeit da waren. Und da war eben diese Grundidee, wenn ich komplexe Berechnungen habe auf einer Blockchain, beispielsweise in Form eines Smart Contracts, dann ist eben diese replizierte Berechnung, die ja auf potenziell Zehntausenden von Knoten ausgeführt werden muss, nachgemacht werden muss, möglicherweise teurer, als wenn eine Partei etwas härter arbeitet, um einen Zero-Knowledge-Proof zu erzeugen, der dann aber in der Verifizierung quasi allen anderen Knoten Platz und Rechenleistung spart. Das war so die Grundidee. Dann hat man sich überlegt, okay, funktioniert das jetzt nur für irgendwie komplexe Berechnungen? Amortisiert sich das nur da oder kann das auch für, sagen wir mal, simple Transaktionen Sinn machen? Und das macht in der Tat auch für simple Transaktionen Sinn. Und der Grund ist, dass eigentlich so das Teuerste an jeder Transaktion ist eigentlich die Überprüfung der digitalen Signatur. Die kostet am meisten Platz. Und jetzt ist zwar die Verifizierung von den billigsten Zero-Knowledge-Proofs teurer als die Verifizierung von der billigen digitalen Signatur, so Faktor 10 üblicherweise für die effizientesten, also kürzesten Zero-Knowledge-Proofs. Aber wenn ich jetzt beweisen kann, dass eine ganze Menge von Transaktionen digital signiert waren und quasi die
Größe des Zero Knowledge Proofs typischerweise viel langsamer oder gar nicht steigt, wenn die Berechnung komplexer wird, dann kann ich es eben erreichen, dass ich beispielsweise beweise, dass 5000 Transaktionen jede einzeln digital signiert waren und ich kann jetzt sozusagen die digitale Signatur abschneiden und muss die gar nicht mehr auf der Blockchain ablegen, sondern nur einen Beweis, dass diese 5000 digitalen Signaturen vorlagen. Und jetzt ist magischerweise der Beweis, dass diese 5000 Signaturen vorlagen, entweder genauso kurz wie der, dass eine einzige Signatur vorlag, oder zumindest nicht signifikant höher. Also das ist entweder die Beweislänge, ist je nach Beweissystem, das man verwendet, entweder konstant oder es wächst eben sehr langsam. Da ist gar nicht die Zero-Knowledge-Eigenschaft im Fokus, sondern eigentlich, dass eben diese Beweise kurz sind, langsamer groß werden als die ursprüngliche Berechnung. Und das nennt man eigentlich in der Kryptographie Succinctness, also Kürze. Succinct Proofs. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn so ein Beweis so kurz ist, dass der gar nicht mehr so viele Informationen über die ursprüngliche Berechnungen enthalten kann. Also da ist schon einiges weggestrichen, aber die sind nicht notwendigerweise formell Zero Knowledge. Da können schon noch Informationen übrig sein. Aber jetzt ist es praktischerweise so, dass oft diese mathematischen Konstruktionen, die uns Succinctness geben, mit wenig Mehraufwand auch wirklich zero-knowledge gemacht werden können. Da kommt halt dann irgendwie noch so ein sogenannter Blinding-Factor dazu, also so ein bisschen Zufallszahlen, aber in der Regel ist es nicht weit von einem Succinct-Proof zu einem Zero-Knowledge- und Succinct-Proof. Und jetzt ist aber tatsächlich eigentlich für die Roll-Ups, die versuchen, Platz und Rechenleistung zu sparen, ist dieser Privacy-Gedanke meistens völlig irrelevant und selbst die geringen Mehrkosten für Privacy dort werden dann nicht gemacht, weil es wirklich nur um Komprimierung geht. Und deswegen sind also diese ganzen Roll-Ups sind in der Regel wirklich gar keine Zero-Knowledge-Proofs, sondern sie sind wirklich nur Succinct-Proofs. Trotzdem hat sich dieser Name Zero-Knowledge-Proofs halt einfach als Buzzword durchgesetzt für beides. Auch weil halt, sagen wir mal, der Unterschied zwischen den Succinct-Proofs und den Zero-Knowledge-Proofs in der Praxis oft gar nicht so groß ist. Es ist soweit verständlich? Ja. Hast du gut erklärt, Zusatzfrage. Die CK-Rollups, die werden ja auf Ethereum ausgeführt. Auf anderen Blockchains auch? Unter anderem auf Tron, auf Ripple? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Aber im Prinzip könnte man Zero-Knowledge-Rollups eigentlich auf jeder Blockchain, die Smart Contract-fähig ist, implementieren. Denn das Einzige, was man sicherstellen muss, ist eben, dass dieser Smart Contract unter den anderen Funktionalitäten, die er hat, die Möglichkeit besitzt, einen Zero-Knowledge-Proof zu verifizieren. Das ist die Eigenschaft, die man von dem Smart Contract verlangt. Also, dass jeder Knoten auf der Blockchain, der den Smart Contract ausführt, sich also davon vergewissern kann, dass der entsprechende Beweis, der gesehen wurde und auf die Blockchain geschrieben wurde, gültig ist. Und das heißt, das kann man im Prinzip überall machen. Jetzt sind natürlich die Anreize, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, ob es auf Solana einen CK-Rollup gibt. Solange natürlich die Solana-Blockchain sehr niedrige Transaktionsgebühren liefert, weil das, was sie an Transaktionen, an Durchsatz erfüllen kann, einfach deutlich größer ist als die aktuelle Nachfrage, da lohnt sich natürlich so eine komplexe Konstruktion nicht besonders. Ne, denn wenn ich dann, weiß ich nicht, statt einem Cent 0,9 Cent zahle und gleichzeitig irgendwie eine wahnsinnig komplexe Infrastruktur dahinter steckt, das lohnt sich halt nicht. Auf Ethereum oder auf anderen Blockchains, die, sagen wir mal, Smart Contract-fähig sind, langsam sind und trotzdem eine hohe Nachfrage an Transaktionsdurchsatz, wo also die Transaktionskosten normalerweise extrem hoch sind, also im zweistelligen Euro-Bereich, dann ist es natürlich toll, wenn man 90% oder 99% der Transaktionsgebühren sparen kann, indem man eben komprimiert und sagt, okay, wir fassen jetzt eben nur 5000 Transaktionen zusammen und weil dann der Beweis am Schluss nur irgendwie den Platz von ursprünglich 100 Transaktionen frisst, inklusive Verifizierung, können wir eben in dem Fall einen Faktor 50 an Geld einsparen. Da können wir sogar dem entsprechenden Bereitsteller von diesem Rollup noch etwas bezahlen dafür, dass er diesen Service liefert. Das heißt also, wir haben in gewisser Weise so eine Art leichte Zentralisierung in dem Sinne, dass wir haben jetzt einen Anbieter haben, der Transaktionen sammelt und dann aber dadurch, dass bewiesen wird, dass diese Transaktionen korrekt ausgeführt werden, verlässt man sich eben nicht auf die Gutmündigkeit und Ehrlichkeit dieses Bereitstellers und das Einzige, was schlimmstenfalls passieren kann, ist, dass der halt irgendwann keine Lust mehr hat, seinen Dienst anzubieten und dann gibt es wieder zwei unterschiedliche Klassen sozusagen von CK-Rollups. Das, was man typischerweise als CK-Rollup bezeichnet, ist das, wo man nicht abhängig ist davon, dass dieser Dienstleister da ist. Das heißt also, dass sind genügend Informationen auf der Blockchain, dass jeder sozusagen dann
wieder rausgehen kann aus diesem Rollup, also noch genügend Infos da sind für sogenannte Escape Hatches. Das heißt also, man kommt jederzeit wieder raus, selbst wenn der Dienst nicht mehr angeboten wird. Das dauert dann vielleicht, wenn ganz viele offboarden müssen, der langsameren Layer 1, aber es klappt auf jeden Fall. Und dann gibt es eben auch ZK Rollups, die nennt man dann typischerweise Validium, wo eben weniger Informationen auf der Blockchain stehen und wo dann entweder diese Zusatzinformationen auf einer anderen, beispielsweise zentraleren Blockchain, die dann billiger ist, stehen oder in anderer Form bereitgestellt werden, wo aber, wenn es schlecht läuft, man Pech haben könnte und quasi etwas schwächere Garantien hinsichtlich der Datenverfügbarkeit hat als die tatsächliche Layer 1, dafür aber eben noch mehr Kosten sparen kann, weil nicht mal mehr die Daten selbst auf der Blockchain liegen müssen, sondern immer nur mal ein Beweis und nicht mehr sowas wie beispielsweise der Betrag, der ausgetauscht wurde oder eine gekürzte Adresse innerhalb dieses Rollup-Ökosystems, wo man dann eben nicht mehr 32 Byte beispielsweise braucht, um die Adresse zu beschreiben, weil wenn ich nur 1 Milliarde Nutzer habe, dann reichen halt auch wenige Bytes aus. Also solche Optimierungen kann man da tun und dann kann man sich natürlich überlegen, dass man vielleicht, weiß ich nicht, wenn man ein Auto kauft und das auf einem Rollup machen möchte, dann mache ich das vielleicht lieber auf einem, der die gleichen Garantien hat wie die Layer 1, also wo alle Daten da sind und zahle halt dann vielleicht 10 Cent. Und wenn ich mir meinen Kaffee kaufe, dann bin ich wahrscheinlich auch damit glücklich, wenn irgendwie diese Datenverfügbarkeit im Zweifelsfall mal schief gehen kann und ich dafür typischerweise nur einen Cent bezahlen muss. Also das sind dann einfach so Trade-offs, die man sich angucken kann. Aber da haben wir quasi einfach große Spielräume. Aber in Summe ist also zu sagen, also diese ganzen Skalierbarkeitslösungen, die nutzen halt einfach die Eigenschaft, dass Zero-Knowledge-Proofs, in dem Fall Succinct-Proofs, einfach Berechnungen komprimieren können, indem einer härter arbeitet und alle Verifizierer, die auf der Blockchain ja prüfen müssen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, Arbeit und vor allem eigentlich Datenplatz sparen. Zwei Zusatzfragen. Erste Frage ist, wenn ich jetzt so ein CK-Rollup habe, dann habe ich zwar ändert sich die Balance in meiner Wallet, aber ich sehe keine Transaktion, richtig? Die Transaktion ist sozusagen versteckt in einem Sammel-Update, dass dieser Rollup in der Regel. Ja, das ist mir schon klar, aber in meiner Wallet genau. Sehe ich nichts. Das heißt, ich habe plötzlich eine Kontostandsveränderung, aber ich sehe keine ein- oder ausgehende Transaktion. Nein, also im Prinzip ist es so, dass man erstmal auf diesen Rollup on- und offboarden muss. Also man hat quasi, also wenn man jetzt von der Wallet spricht, dann wird die bei dem Rollup eben nicht ausschließlich gefüttert von der Layer 1. Sondern die braucht Zusatzinformationen von dem Betreiber der Layer 2. Das heißt also in der Regel, wenn ich jetzt als meine Wallet das bezeichne, was typischerweise eben Ether hat, die auf Layer 1 sind oder andere ERC20 Tokens und ich möchte die jetzt quasi in einem billigeren Ökosystem verwenden und Transaktionen tätigen, dann muss ich die erstmal überweisen sozusagen von der Layer 1 in den Smart Contract, der den Rollup beschreibt. Verwaltet. Das heißt also, da sehe ich, da gehen meine Assets dann erstmal von, weiß ich nicht, klassisch Ether in den Rollup Smart Contract. Und wenn jetzt Transaktionen passieren innerhalb dieses Smart Contracts, dann kann das in der Tat passieren, dass ich sozusagen die Informationen, die Wallet empfängt, einfach von dem Rollup Operator, also der den betreibt, bekommen muss. Und der sammelt halt immer für eine gewisse Zeit, also beispielsweise immer eine Stunde, bis es 1000 Transaktionen sind. Und also in der Regel wird der mir versprechen, dass diese Transaktion ausgeführt wird. Und jetzt kann ich natürlich unterschiedliche Auffassungen davon haben, wann ich diese Transaktion in meiner Wallet haben möchte. Also entweder sobald der Rollup-Operator meine Transaktion empfängt, verspricht der mir sozusagen bilateral, das innerhalb der nächsten 60 Minuten packe ich das auf die Blockchain. Und dann könnte ich sagen, meine Wallet empfängt dann das Update von dem Operator halt erst nach 60 Minuten und der liefert dann auch gleichzeitig einen Nachweis, dass meine Transaktion Teil dieses Stapels an Transaktionen war, der in diesem einen Beweis mitbewiesen wurde. Oder ich mache das eben zweistufig und mache, okay, irgendwie erstmal für die ersten 60 Minuten habe ich halt irgendwie so ein Halb akzeptiert. Operator sagt ja, auf der Blockchain ist noch nichts. Und nach 60 Minuten ist es dann in gewisser Weise final, weil dann der entsprechende Beweis für das Stapel-Update auf der Blockchain auch abgelegt wurde. Macht das Sinn? Ja, verstehe ich. Es ist quasi so ein bisschen wie Lightning, so ähnlich. Da muss ich es auch erstmal irgendwo hinschicken und dann passiert das irgendwo Layer 2 irgendwie und dann kriege ich es irgendwann wieder zurück. So die, okay, das heißt, Rollup verlassen wäre dann ein Grund, wenn ich jetzt sage, nee, ich stimme der Transaktion nicht zu oder
du hast mir nicht bestätigt in einer gewissen Zeit, dass die stattgefunden hat. Ich mache die jetzt rückgängig oder meinen Wunsch, die machen zu wollen, rückgängig oder so. Das wäre dann das Roll-up verlassen, ne? Ja, rückgängig ist schwierig. Also wenn ich natürlich einmal die Transaktion signiert habe und die dem Operator geschickt habe, dann kann der die natürlich auch nutzen in dem Update. Da wird man dann, denke ich, zum Beispiel mit irgendeinem Timeout arbeiten können, dass man sagt, okay, zusätzlich muss der irgendwie beweisen, dass der Zeitstempel irgendwie in einem akzeptablen Bereich lag oder so, ne? Aber also rückgängig machen jetzt nicht so, aber ich kann natürlich sagen, weiß ich nicht, vielleicht zensiert mich der. Also der hat meine letzte Transaktion innerhalb von, weiß ich nicht, einem Tag nicht abgewickelt. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf den. Jetzt beweise ich gegenüber dem Smart Contract einfach, dass ich was mein aktueller Kontostand ist und dass ich den abziehen kann. Und da kann sich der Rollup-Operator auch nicht wehren, weil ich da wieder wie beim Onboarding oder beim Depositing, also beim Einlegen von Assets, da rede ich direkt mit dem entsprechenden Smart Contract auf der Layer One. Das heißt also, da kann mich der Rollup-Operator nicht zensieren und der kann mich nicht davon abhalten, da wieder rauszugehen. Es sei denn, wie gesagt, wir haben diese Situation, wo ich den am wenigsten verlässlichen nehme, wo ich möglicherweise, wenn noch andere Komponenten nicht mitspielen, gar nicht die notwendigen Daten habe, um dem Smart Contract überhaupt zu beweisen, was mein aktueller Kontostand ist. Also dann kann ich eben an diesem Escape gehindert werden, aber in der Regel wird eben das sichergestellt, indem die entsprechenden Daten durch den Rollup-Operator, selbst wenn sie nicht auf der Layer One liegen, beispielsweise trotzdem bei 10 verschiedenen Entitäten abgelegt werden und die mir jeweils signieren, dass sie das auch bekommen haben, damit ich nicht fürchten muss, dass mir diese Daten fehlen. Okay, das Verlassen von Rollup wäre dann ein anderer Grund, wenn das eine so nicht geht, wie ich das gefragt hatte, dass ich sage, okay, ich will das jetzt auf Layer One haben, die Transaktion, nicht mehr Genau. Layer 2. Das wäre ein anderer Genau. Grund. Ne? Okay, Genau. jetzt wieder zurück zu meiner Eingangsfrage. Was für eine Transaktion hat stattgefunden, wenn ich jetzt bei mir über wundersame Weise der Kontostand in der Wallet verändert hat? Das heißt, ich habe irgendwas gekriegt, aber ich sehe keinerlei Transaktion. Das kann ja nur auch wieder irgendwas mit dem Zero-Knowledge-Zeug zu tun gehabt haben. Oder normale Smart Contracts. Bloß da müsste ich ja eine Transaktion sehen können. Ich vermute mal, dann hat man einfach eine Wallet, die irgendwie nicht vollständig funktioniert, in dem Sinne, dass irgendwie außerhalb von ihrem Wissensbereich, also von dem, was an Daten eingespeist wird, etwas passiert. Ich meine, da könnten theoretisch, ich glaube, das passiert auch manchmal, wenn man irgendwie was von der Bridge bekommt, beispielsweise, ne? Das ist ja auch immer kompliziert. Also irgendwie von einer anderen Blockchain wurden irgendwelche Assets, die über eine Bridge gerappt wurden oder so, zurückgeführt. Vielleicht hat man diese andere Blockchain nicht getrackt während dieser Zeit. Also, dass sich einfach der Kontostand erhöht. Ich meine, irgendeinen Grund dafür muss es ja immer geben. Also, entweder hat mir das jemand direkt überwiesen. Selbst wenn mir das jemand in dem Rollup überweist, dann muss ja zumindest der Rollup-Operator die Transaktion kennen. Denn der muss ja beweisen, dass es eine gültige Transaktion gibt von jemandem, der Geld hat und das auch möchte, an meine Wallet-Adresse. Und dann wird mir dieser Rollup-Operator, der mir ja die Wallet auch stellen muss, denn der muss ja auch die Informationen da reinpacken, ne? Und die Wallet muss ja auch prüfen, ob die entsprechenden Nachweise in dem Rollup eingegangen wurden, dass jetzt diese Transaktion korrekt ausgeführt wurde, also das Batch-Update. Das muss der mir ja zur Verfügung stellen. Das heißt also, wenn mir der Rollup-Operator eine Wallet zur Verfügung stellt, dann wird der ja typischerweise auch Angaben machen, woher das Geld kam. Ich habe zwei Wallets auf unterschiedlichen Blockchain. Eine Ripple, die andere Tron. Und in beiden Wallets bekomme ich Transaktionen und die sehe ich nicht. Aber der Kontostand hat sich verändert. Kann ich jetzt auch nicht erklären, aber da würde ich jetzt erstmal keinen direkten Bezug zu Zero-Knowledge Naja, Proofs solange sehen, der sondern sich erhöht, habe ich jetzt da nicht so die Notwendigkeit nachzufragen. Ne? Also es sind ja, sagen wir mal, Aussagen eigentlich und sollte die Blockchain ja auch so gebaut sein, dass eine Erniedrigung nur dann möglich ist, wenn du auch Zustimmung in Form einer digitalen Signatur lieferst. korrekt. Aber bei den kontobasierten Dingern wie Ethereum und allen Klonen kann man ja Kontostände Plus und Minus verändern. Das bei Bitcoin geht das nicht. Bitcoin ist ja, sagen wir mal, wie sage ich immer, münzbasiert. Das heißt, ich quasi, oder Schuldschein, ich habe einen Schuldschein und den übertrage ich, den zerreiße ich, mache zwei neue. So, und bei Ethereum, bei Tron, bei was ich Jein. Polygonmatik habe ich ja nur Also die Kontostände, die verändert werden.
Kontostand, Genau, wobei ich ja jetzt in einem, Änderungsmitteilung. ich kann natürlich in einem Smart Contract auf Ethereum dieses münzbasierte System implementieren. Und darauf basiert zum Beispiel ja auch Tornado Cash in gewisser Weise. Denn, also wie ich schon erklärt habe, wie Zcash funktioniert, da beweist man ja immer in gewisser Weise, ich invalidiere jetzt eine Münze, die ich vorher bekommen habe, ich streiche die sozusagen so öffentlich durch, dass sie keiner mehr verwenden kann, und beweise, dass ich irgendwo eine geheime andere Münze erzeugt habe in dem gleichen Wert. Das ist auch das UTXO-Modell. Und das heißt also, in Systemen wie Tornado Cash ist in gewisser Weise schon auch dieses münzbasierte System implementiert, nur mit der zusätzlichen Anonymisierung beziehungsweise der Entfernung von den Links zwischen Münze wird erzeugt und Münze wird vernichtet, sozusagen. Das heißt also, man könnte in gewisser Weise sagen, dadurch, dass man eben Smart Contracts hat, hat man da alle Freiheitsgrade und es gibt auch irgendwie komische Mischungen davon. Das war zum Beispiel, also ich habe in 2021 mit einigen Kollegen auch so einen Vorschlag gemacht für eine Währung, beispielsweise digitale Zentralbankwährung, die es schafft, sowohl Geldwäscheanforderungen umzusetzen, als auch, sagen wir mal, Privatsphäre zu ermöglichen. Und die würde genau auf so einem System aufbauen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt zwar ein Account-basiertes System, aber ich nutze die Zero Knowledge Proofs, um jedes Mal einen aktuellen Accountstand zu invalidieren und einen neuen zu erzeugen und zu beweisen, dass der Übergang zwischen diesen Accountständen funktioniert. Was kann ich damit erreichen? Den Account brauche ich eigentlich für eine Identitätsprüfung. Also ich muss halt irgendwie beweisen, dass ich so ein Konto überhaupt habe. Und ich brauche eine gewisse Historie, um beispielsweise zu beweisen, dass ich in diesem Konto monatlich nicht mehr als 1000 Euro anonym nutze. Dafür braucht man quasi das Account-basierte System. Auf Ethereum oder allgemein Smart Contract-basierten Blockchains kann man eben auch Hybride zwischen dem münzbasierten Modell, das eben durch Bitcoin eingeführt wurde, und dem Account-basierten Modell schaffen. Und das ist insbesondere beispielsweise für digitale Zentralbankwährungen oder Systeme, in denen man, sagen wir mal, sowohl Eigenschaften des Account-basierten Systems, beispielsweise, dass man eine verifizierbare Historie hat, in der man beispielsweise Umsätze nachverfolgen kann, denn typischerweise ist eben für regulatorische Anforderungen wie Geldwäschevermeidung schon auch wichtig, welche Menge an Geld in einem gewissen Zeitraum übertragen wird. Das heißt also, möglicherweise sind 500 Euro pro Monat in Ordnung, aber nicht 500.000 Euro pro Monat. Das ist eben sehr viel sinnvoller als ein transaktionsbasiertes Limit, wo man sagt, okay, man kann nicht mehr als 50 Euro anonym bezahlen, denn das könnte man einfach anonymisieren. Das heißt also, um solche Checks zu ermöglichen, ist eigentlich ein accountbasierter Ansatz nötig. Aber ein accountbasierter Ansatz ist natürlich nicht gut für Datenschutz, denn wenn man einmal den Inhaber eines Accounts kennt, also die Verbindung zwischen einer Adresse oder einem Public Key und einer Person hergestellt hat, dann kann man eben auch die zukünftigen oder vorangegangenen dieses Accounts begutachten, denn es ist ja öffentlich in der Blockchain einsehbar. Und deswegen nutzt man eigentlich dann eine Umformulierung von diesem accountbasierten System, dass man sagt, okay, also ein Update eines accountbasierten Systems. Ich habe jetzt einen Bezahler, eine bezahlende Partei und eine empfangende Partei. Und letztlich entspricht eine Transaktion ja nichts anderem als zweier zusammengehöriger Account-Updates. Der eine wechselt zu einem, in dem der aktuelle Kontostand eben erhöht wird, und der andere, in dem der aktuelle Kontostand um den entsprechenden Betrag reduziert wird. Und man muss natürlich auch prüfen, dass entsprechende Updates passieren, beispielsweise bei dem bisherigen Transaktionsvolumen in diesem Monat. Und dann kann man das quasi umformulieren in ein münzbasiertes System, wo man sagt, okay, aber dieses Update dieses Accountstandes entspricht ja letztlich einfach einem Invalidieren des früheren Accountstandes, einem Erzeugen eines neuen Accountstandes. Die sind eben in gewisser Weise gekoppelt. Das heißt also, wie sich der neue Stand aus dem alten berechnet, ist vorgegeben, da darf man nicht betrügen. Und entsprechend die Korrektheit von diesem Account-Update nachzuweisen, kann man dann den Zero-Knowledge-Proof nutzen. Und das ist in gewisser Weise eine Kombination von dem Account-basierten und dem münzbasierten Modell, das wir damals in diesem Paper vorgeschlagen haben. So, das war die Ausgabe Nummer 71, der dritte Teil unseres Gesprächs mit Dr. Johannes Sedlmayr. Den vierten Teil siehst du in der nächsten Episode. Bleib dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss!